So, wir sind big. FIFA 22 Weekend League Rewards. Wir haben es jetzt 1:37 Uhr in der Nacht. Ich habe, glaube ich, um 21 Uhr gestartet mit der WL. Ich habe Freitag zwei Games gemacht, beide verloren. Heute 21 Uhr durchgezogen auf dem Samstag. Bis 2:30 Uhr jetzt geballert. Wir haben wie immer nur 11 Siege, weil. Bin einfach zu bad, mehr packe ich nicht, sage ich ehrlich. Heute wäre mehr drin gewesen, wir haben 56 von 60 Punkten, also mir hat ein Sieg gefehlt, dann hätte ich die beste, obwohl ne, ich habe schon mal 60 gehabt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall weiterhin auf der Jagd nach dem Mbappé oder Grealish oder irgendwas. Aber mir ist eigentlich so alles egal. Ich habe 5 Tots-Packs letztens gemacht. Nur Bruch, Seele verkauft dafür, deswegen ist mir jetzt alles egal. Vorher wollte ich einen Modric haben. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. So eine Ficke. Auf geht's. Ich erwarte nichts. Ja, Skirrna. Brauche ich jetzt auch nicht mehr, sag ich so, wie es ist. Vorher hatte ich, wie heißt der, Brozovic. Der hätte ich den gebraucht. Aber brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil ich den auch auf gottloser Basis in die Tots SPCs, Tots Spielerpack, ja, Bruch, also das ist auch wirklich Rewards nicht um 2:30 Uhr nachts aufmachen, das ist kompletter Bruch. So, jetzt haben wir noch die Müllpacks, wo ich aus dem 125k-Pack noch nie was Gutes gezogen habe. Aus den WL Rewards. Auf Krampf jetzt ein Shapeshifter oder so, würde ich fühlen. Messi-Shapeshifter. Wirklich, die Rewards waren ja jetzt bodenlos. Bodenlos, die Rewards. Ja, das meine ich. Sowas kriege ich immer aus dem 125k weg. Sowas immer, immer.